Ich sehe nichts. Ja. Oh, ich sehe was. Sind das jetzt hier verdreht? Ja. Zweimal verdreht. So, Campag T80. Wir machen noch mal eine Wildkameraernte kurz vor Weihnachten, weil ich hoffe auf Aufnahmen im Schnee. Die sind ja mittlerweile nicht so häufig in Deutschland. Deswegen hatte ich die Campag T80 hier hingehangen. Gucken wir mal rein, was da los ist. Die Batterien haben noch 70%. Aufnahmen haben wir 123. Da werde ich selber wahrscheinlich sehr oft mit bei sein. Die Kamera hing ungefähr einen Monat hier. Das heißt, die Batterien sind richtig gut. Fuchs im Schnee, sehr schön, aber leider beschlagen, wa? Wildschwein, Hase im Schnee, sehr schön. Es kann sein, dass es beschlagen ist. Das sehe ich jetzt nicht so richtig. Also, wir haben ein paar schöne Schneeaufnahmen dabei. Und die seht ihr jetzt. Okay, Wanbangtick. Also der Akku ist jetzt tatsächlich leer. Ich habe den nur einmal vollständig aufgeladen gehabt mit dem mitgelieferten Netzteil, was es dazu gibt. Ich finde ihn ein bisschen hohl, dass da kein USB-C verbaut wird. Ich baue die jetzt ab, weil von der Bildqualität her ist sie gar nicht mal so schlecht, aber von der Tonqualität her ist die grottenschlecht. Und da will ich mal versuchen, das umzubauen, ein besseres Mikrofon einzusetzen. Nanu? Achso. Und ich finde diese Idee mit dem wechselbaren Akku ja gar nicht so verkehrt. Hätte man ein bisschen besser lösen können, aber es ist schon ein Anfang. Und die Aufnahmen, die sie gemacht hat, ich hoffe, es sind noch welche dabei, mit Schnee, die zeige ich euch natürlich. Die seht ihr jetzt. Kommt zu hier. An der gleichen Stelle hängen wir jetzt die Campag T80 auf. Die habe ich nämlich immer noch. Also eigentlich habe ich sie sogar dreimal. Diese Stelle hier ist nicht so sehr besucht, aber der Dachs zeigt sich hier manchmal. Hier sind auch alte Dachsbaueingänge. Da werden wir den hier bestimmt noch ein paar Mal raufkriegen.
wieder bei der CIMO CH8201 bei 1080p Tagesaufnahme und 1080p Nachtaufnahme. Die Nachtaufnahmen sind dann immer wirklich fantastisch und die Tagesaufnahmen sind so bäh. Gucken wir mal rein, zeige ich euch natürlich die Aufnahmen, aber für mich sind am interessantesten die Aufnahmen im Schnee. Ich habe noch nicht nachgeguckt, werden wir aber gleich mal sehen. Und die Aufnahmen zeige ich euch natürlich. Da waren ja jetzt doch schon wieder ein paar schöne Aufnahmen dabei. Nicht so viele Schneeaufnahmen, wie ich eigentlich gehofft habe. Aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wildkameras im Schnee. Ihr könnt diesen Kanal kostenlos abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr das neueste Video auch nicht. Abonnieren ist kostenlos. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Euer Marie.